Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal bin ich in Tschechien, in Rolava, zu Deutsch Sauersack unterwegs und erkunde die verlassene Zinnwäsche, einen sehr interessanten Lost Place. Viel Spaß beim Anschauen! Die noch vorhandenen Kellerbereiche sind teilweise eingebrochen oder stehen, wie hier zu sehen, unter Wasser. Auf diesem Fundament soll sich mal eine Dampfmaschine befunden haben. Jetzt betreten wir die noch gut erhaltene mehrstöckige Stahlbetonkonstruktion der Aufbereitungsanlage.
Dieser Schutthaufen von Erz wurde im Mai 1945 kurz vor Kriegsende noch aus der Erde geholt, konnte aber durch die nahende Kriegsfront nicht mehr verarbeitet werden. Hier zu sehen ist das Becken des Schlammverdichters. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die deutsche Bevölkerung zwischen 1945 und 1946 vertrieben und das alte Zinnenbergwerk wurde 1946-47 ausgeschlachtet und sich selbst überlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Man sieht sich draußen.